Der Krieg im Irak in seiner letzten Phase. Die Waffen haben gesprochen, die Waffen haben ihr Ziel erreicht. Und das sind die Opfer dieses Krieges. Menschen sterben, Menschen erleiden schwere Verletzungen, Verletzungen am Körper und Verletzungen an der Seele. Soldaten und Zivilisten erleben oft Dinge, die sie nicht mehr ertragen können. Sie fallen in einen tiefen Schockzustand. Diese psychisch verwundeten Menschen zeigen dann die typischen Symptome eines Kriegsschocks, wie dieser gefangene US-Soldat im Irak. Israel, das Beit Levinstein Hospital bei Tel Aviv. Hier werden Kriegsopfer behandelt und in der Behandlung von Kriegsopfern haben die israelischen Ärzte weltweit die größten Erfahrungen. Dieser Offizier erlitt bei einem feindlichen Granatenangriff schwerste Kopfverletzungen und ist linksseitig gelähmt. Nach vielen Monaten Training kann er wieder gehen und auch wieder sprechen. Seelische Kriegsverwundungen waren in Israel wie auch in vielen anderen Staaten der Welt ein Tabuthema. Zu einer erfolgreichen Armee passten keine psychisch labilen Soldaten. Den Menschen mit einem Kriegsschock sieht man ihre Krankheit nicht an. Aber das Martyrium, das sie durchmachen, ist mit das Schlimmste, was einem zustoßen kann. Erst in den 80er Jahren wurde der Kriegsschock in Israel mit dem Erscheinen des folgenden Films ein Thema. Der Regisseur erzählte seine eigene Geschichte. Während des Yom Kippur-Krieges verlor er all seine Kameraden. Micha! Er konnte das Schreckliche nicht verarbeiten und landete schließlich in der Psychiatrie. Jeder Schlüsselreiz versetzte ihn wieder zurück in den Krieg. Ein ganz typisches Symptom für einen Kriegsschock. Und in allen Kriegen gab es Tausende, die nicht mehr weiter konnten. Im Zweiten Weltkrieg wurden in der Wehrmacht viele Kriegsschockopfer exekutiert, weil ihnen Kampfverweigerung unterstellt wurde. Ein deutscher Soldat hatte zu kämpfen und zu sterben für Volk und Vaterland. Auch im Vietnamkrieg war die Zahl der psychisch überlasteten Soldaten sehr hoch. Tausende betäubten sich mit Drogen. Die Folge, eine frontnahe Behandlungsmöglichkeit, wurde etabliert. Als Konsequenz aus den schrecklichen Kriegen unseres Jahrhunderts haben wir unsere Kriegsschockprävention besser organisiert. Wir haben spezielle Kriegsschockeinheiten gegründet, die in unmittelbarer Nähe zur Front arbeiten. Im ersten Golfkrieg gab es nur wenige dieser Einheiten. Wir planten damals noch nicht so wie jetzt. Trotz solcher Maßnahmen ist ein Kriegsschock noch immer schwer zu diagnostizieren. Denn es dauert oft Monate, bis erste Anzeichen auftreten. Die posttraumatische Belastungsstörung, und das ist die eigentliche Krankheit. Das ist das schwere Krankheitsbild, vor dem man bis vor wenigen Jahren auch noch etwas Angst hatte, weil man nicht wusste, wie man damit umgeht, ist eine Krankheit, die oft Wochen, manchmal Monate nach dem Erleben hochkommt.
sodass man auch gar keinen Bezug zunächst herstellt zu dem Erlebnis. Das macht die Sache für den Betreffenden sehr schwierig. Er weiß gar nicht, warum verändere ich mich plötzlich. Die Familie weiß nicht, warum fängt der Vater plötzlich an zu saufen. Warum gleitet einer plötzlich in die Asozialität, in die Kriminalität ab? Warum nimmt plötzlich einer Drogen? Also der Bezug zum eigentlichen Trauma, das dieses Krankheitsbild auslöst, ist da sehr schwer herstellbar. Und das Gleiche macht es natürlich für den dann behandelnden Arzt, wenn er als Krankheitsbild verdächtigt wird, auch sehr schwierig, da den Bezug herzustellen. Reinhard Ehrös, der ehemalige Militärarzt, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den sogenannten posttraumatischen Belastungszuständen. Während des Krieges der Mudschahidin gegen die Sowjets half er der afghanischen Zivilbevölkerung, woraus eine auch noch heute tätige Hilfsorganisation entstand. Ehrös behandelte nicht nur Kriegsschockopfer, sondern er war selbst ein Betroffener. Ein kleiner Junge, der ihm sehr ans Herz gewachsen war, wurde durch eine sowjetische Granate schwer verletzt. Der Vater des Kindes lehnte die Bitte von Dr. Ehrös ab, den Buben zu einem sowjetischen Hospital zu transportieren. Der Junge starb dann vor den Augen des deutschen Arztes. Bei mir ging das noch ein, zwei Tage gut und dann kamen Tage, an die ich eigentlich keine Erinnerung mehr habe. Das haben mir dann meine Afghanen erzählt, wie das dann weitergelaufen ist. Sie sagten, du standst plötzlich morgens nicht mehr auf. Du lagst auf deinem Feldbett, so ein Feldbett hatten wir da, warst nicht mehr ansprechbar, wolltest nichts mehr essen, nichts mehr trinken, schon gar nicht mehr aufstehen und arbeiten. Die hielten dich für körperlich krank, haben einen afghanischen Arzt aus einem Nachbardorf geholt, der hat dich untersucht, der fand aber nichts. In unserer Hilflosigkeit haben wir dich dann auf ein Pferd gepackt, mehr oder weniger unterm Arm, und dich dann nach Pakistan zurückgebracht. Jetzt kommt dann die Zeit, an die ich mich wieder erinnere. Ich kam dann zu meiner Familie zurück. Meine Familie lebt ja, also Familie heißt meine Frau und unsere vier kleinen Buben damals, in Peshawar. Und dieses Wiederbegegnen mit der Familie war zunächst schon eine Art Balsam für mich, für meine Seele. Also für ein paar Tage ging das dann wieder gut und dann war wieder das gleiche Bild wie die Tage vorher in Afghanistan. Das ist jetzt, was mir meine Frau erzählte, du standst nicht mehr auf. Ich fing plötzlich an zu trinken. Ich habe nie in meinem Leben Alkohol in größerem Umfang früher genossen. Plötzlich wurde ich zum Trinker. Ich habe mich nicht mehr rasiert, die Körperhygiene ließ nach, das Interesse an dem normalen Leben ließ nach. Ich habe mich quasi nicht mehr an und nicht mehr ausgezogen. Ich ging nicht mehr außer Haus. Ich wollte keine Fremden mehr sehen. Ich wollte auch meine Kinder kaum mehr sehen. Also ich bin in mir eigentlich geschrumpft. Aber unter Kriegsschock leiden ebenso die betroffenen Zivilisten. Vor allem Kinder können Kriegserlebnisse kaum verarbeiten. Bilder aus Karlovac nach dem Krieg in Bosnien. Im Kindergarten eines Flüchtlingslagers sitzen die traumatisierte Ivana und ihre Freundin stumm an einem Tisch. Keine Regung, kein Lachen, nur leere Blicke. Die beiden mussten mit eigenen Augen miterleben, wie Ivanas Onkel mit seiner ganzen Familie abgeschlachtet wurde. Die Kinder trauen sich nachts nicht allein auf die Toilette zu gehen und weinen nicht laut wie andere Kinder. Eben aus Angst, der Feind könnte sie hören. Die US-Army beschäftigte sich erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg mit traumatisierten Soldaten, wie dieser interne Film aus dem Jahr 1948 belegt. Viele hundert kamen von den Kriegsschauplätzen Europas und Asiens schwerkrank zurück und mussten stationär betreut werden. Vor allem in intensiven Therapiegesprächen sollten sie über ihre schrecklichen Erlebnisse sprechen. Sie halfen mir. Sie bombardierten. Ich wurde getötet. Aber das wollte ich nicht. Und wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern. Was haben Sie gemacht? Ich ging heim.
Und es wurden sogenannte Wahrheitsdrogen gespritzt. Dieser Patient konnte nicht mehr sprechen, er verdrängte die Kriegsschrecken. Unter Einfluss des Medikaments fand er Zugang zum Unterbewusstsein. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Oh Gott, ich kann wieder sprechen. Auch die Israelis setzen solche Medikamente ein. Rund 20 Jahre nach einem schrecklichen Kriegserlebnis wird dieser ehemalige Soldat, sein Name ist Amnon, in Hypnose versetzt. Und er durchlebt das, was ihm schlaflose Nächte bereitet, ihn fast unfähig macht, normale zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. Der Arzt pfeift und Amnon glaubt, eine Granate zu hören. Und der Horrortrip beginnt. Aber die Therapie von Kriegsschockopfern ist nicht ohne Risiken, wie der Psychiater Friedhelm Lamprecht berichtet. Ich habe die frühe Anfang der 70er Jahre in Amerika tiefenpsychologisch behandelt, wo ich sehr gefährliche Situationen erlebt habe, weil wir offensichtlich durch unsere Therapie die Patienten retraumatisiert haben. Das heißt, sie hatten dann ihre Flashbacks, hielten mich für einen Vietcong. Ich bin also mehrfach mit Pistole und Messer bedroht worden. Die israelische Armee entwickelte eine Behandlungsmethode für akute Fälle. Szenen aus einem militärinternen Video. Die traumatisierten Soldaten werden nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Militärlager behandelt. Sie sollen das Gefühl bekommen, sie bleiben Teil der Armee und die Störung ist normal und nur zeitlich befristet. Sie werden körperlich hart gefordert, um ihr Selbstvertrauen wieder zu stärken. In vielen Gesprächen werden sie von Psychologen immer wieder mit dem Erlebten konfrontiert, damit es nicht zur Verdrängung kommt. Auch die Familien werden an der Therapie beteiligt, damit die Angehörigen die Störung verstehen und lernen, damit umzugehen. Ein traumatisierter Soldat zum ersten Mal wieder auf dem Schießstand. Er hat die panische Angst vor dem Gewehrknall überwunden. Andere brechen zusammen. Aber nach dieser Akutbehandlung kann bei vielen noch lang nicht von Heilung gesprochen werden.
Schau mal wohl. Prizren, Juni 1999. Bundeswehrsoldaten werden aus einem Auto beschossen. Sie erwidern das Feuer. Ein Bundeswehrsoldat wird verletzt, ein Serbe wird getötet. Kriegsschock ist auch für die deutsche Armee plötzlich Realität. Afghanistan Ende letzten Jahres. Ein Bundeswehrhubschrauber stürzt ab. 7 Soldaten kommen ums Leben. Für alle Soldaten vor Ort eine schwere psychische Belastung. Iran 1991. Tausende irakische Flüchtlinge müssen versorgt werden. Deutsche Sanitätsoffiziere im Einsatz. Einige von ihnen mussten schwer traumatisiert nach Deutschland ausgeflogen werden. Für sie, die es bislang nur mit erwachsenen Patienten zu tun hatten, war es ein schwerer Schock, als Kinder vor ihren Augen starben. Kann man in der militärischen Ausbildung einem Kriegsschock vorsorgen? Das Auftreten solcher Kriegstraumatisierungen kann man nicht völlig vermeiden. Aber man kann das Risiko des Auftretens doch deutlich minimieren, indem man einerseits die Soldaten militärisch möglichst gut vorbereitet, sodass sie im Einsatz nicht auf unerwartete Situationen treffen. Und zum Zweiten ist natürlich auch eine psychologische Vorbereitung sehr wichtig, damit sie wissen, wie sie in stressbelastenden Situationen reagieren und auch damit umgehen können. Bei der Bundeswehr werden psychische Belastungen der Soldaten schon bei der Ausbildung immer mehr berücksichtigt. Für die Minenräumer kommt angesichts der vermehrten Auslandseinsätze immer öfter der Ernstfall. Aufgrund der enormen Stresssituation werden diese Spezialisten alle 30 Minuten ausgewechselt, denn ansonsten kann diese Anspannung nicht verkraftet werden. Die Soldaten sollen schon jetzt erfahren, was sie möglicherweise in einem Krisengebiet erwartet. Dies hier als Übung zu bezeichnen, ist schwierig, weil teilweise die Minen so eingebaut wurden, dass sie wirklich auslösen, wenn du hier einen Fehler machst. Das heißt, es sind zwar nur Handgranaten, oder die zwar auch ein bisschen einen Lärm machen. Also von dem her ist die Anspannung vielleicht nicht so groß, wenn es scharf ist. Aber als Minensucher ranzugehen, so nach dem Motto, hier ist es nur Übung, wäre von Haus aus ein Fehler. Und das ist also hier bereits in der Ausbildung so, dass du mit von mir aus mit 98% hier rangehst. Geübt wird auch in präparierten Gebäuden. Immer die Angst im Nacken vor Heckenschützen und versteckten Minen sollen die Soldaten die Szenarien für den Ernstfall kennenlernen. Wer mit dem Schlimmsten rechnet, sei innerlich oft stabiler, so die Ausbildungsphilosophie. Als Beispiel haben wir hier unten einen Draht, der eine Splittermine auslöst, die dort oben angebracht ist. Was passiert, wenn man dort nicht aufpasst? Aber der Ernstfall ist immer anders als die Übung. Da lässt sich das Unterbewusstsein nicht betrügen. Aber wenn die Soldaten wissen, was sie in einer psychischen Krise unternehmen können, ist schon ein erster Schritt getan. Der Truppenpsychologe empfiehlt vor allem Gespräche unter den Soldaten. Nutzen auch psychologische Möglichkeiten, etwa in der Form, dass sie das Kameradengespräch suchen, unter sich die Schwierigkeiten besprechen, unter sich auch vielleicht einmal zugeben, ängstlich gewesen zu sein im Nachhinein, um für kommende Situationen noch besser gerüstet zu sein. Aber noch immer tun sich Soldaten schwer, eine Schwäche zuzugeben.
Soldat, Polizist, Feuerwehrmann, das sind männliche Berufe. Und zum Männlichen gehört eben dazu, da steht man durch. Da zwickt man die Arschbacken zusammen, da muss man durch. So diese Begriffe oder noch dümmere Begriffe, wenn man so will. Ein deutscher Soldat, der hat keinen Stress, der macht höchsten Stress. Solche Sprüche mögen am Anfang so ein bisschen, sagen wir, den Chorgeist etwas fördern, in einem allerdings sehr dezenten Sinne. Im Einsatz selber sind sie wie warme Luft sofort weg. Also dann ist sind diese Sprüche dummes Zeug, das merkt der Soldat auch sofort. Aber die Grundeinstellung, insbesondere wenn sie auch noch vermittelt wird in der Ausbildung von Soldaten, also was wir eingangs besprochen haben, Verwundung im Einsatz bedeutet körperliche Verwundung, alles andere gibt es nicht. Und wenn jemand dann psychisch, dann ist es eben ein Weichei, dann ist es ein Feigling, dann ist es einer, der einfach den falschen Beruf erwischt hat. Die Zahlen aus den Kriegen, ich möchte jetzt den letzten Irakkrieg, also den sogenannten zweiten Golfkrieg, mal statistisch vorstellen, beweisen, dass das auch mit einer guten Vorbereitung nicht, dass ich damit die Soldaten nicht hundertprozentig schütze. Auch im zweiten Golfkrieg, also 91, der nun weiß Gott kein monatelang sich hinziehender Krieg war. Der Bodenkrieg dauerte wenige Tage. Es kam auch nicht zu den Schlachten, wie sie jetzt sich schon andeuten im Krieg jetzt gegen den Irak, hat ebenfalls die gleichen Zahlen gebracht. Etwa 25, es gibt eine große Statistik, an der etwa 19.000 US-Soldaten beteiligt waren. 25% der Soldaten wurden in diesem zweiten Golfkrieg oder kamen aus diesem zweiten Golfkrieg mit psychischen Schäden zurück. Die US-Army hat in den letzten Jahren ein Konzept entwickelt, um ihre traumatisierten Soldaten möglichst bald wieder in ihre Einheiten zu integrieren. Wichtig ist hierbei, dass unmittelbar nach dem Ereignis Hilfe geleistet wird. Was wir auch gelernt haben, ist, spezielle Grundmuster der Behandlung zu verwenden. Wir können so die Anzahl der Opfer reduzieren, die aus dem Konfliktgebiet evakuiert werden müssen. Die wesentlichen Prinzipien der Behandlung sind Nähe, wir behandeln die Soldaten gleich an der Front, Unmittelbarkeit, wir machen das so schnell wir können, Hoffnung, wir machen die Behandlung mit dem Ziel, die Soldaten möglichst wieder in die Truppe zu integrieren, und Einfachheit. Das heißt, am Anfang keine komplizierte Untersuchung, sondern Erholung, Schlaf und ein Gespräch über das Erlebte. Mit dieser Art von Behandlung können nach unserer Erfahrung 60-80% der Soldaten bald zu ihrer Einheit zurückkehren, wie wir in den letzten Konflikten herausgefunden haben. Soldaten werden auf den Ernstfall auch psychologisch vorbereitet, Zivilisten nicht. Während der Kriege im Kosovo und in Bosnien spielten sich vor unserer Haustür schreckliche Dramen ab. Familien verloren Haus und Hof und wurden auseinandergerissen und mussten fliehen. Fast 3 Millionen Kinder und Erwachsene litten sichtlich unter Kriegsschock. In diesem Lager gab es nur eine Psychologin für 2000 Menschen. Sie besuchte die Familien und hörte die schrecklichen Erlebnisse. Erst haben sie vor meinen Augen meinen Mann und meinen Bruder umgebracht. Dann mussten wir vor die Moschee. Dort standen 18 Mann und der Mullah. Den haben sie nackt ausgezogen, Körperteile abgehackt, alle in Teppiche der Moschee gewickelt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Die schlimmsten Fälle von Kriegsschock landeten in dieser geschlossenen psychiatrischen Klinik. Tütenkleben und Holzschleifen als Therapie für Zivilisten, die der Krieg in den Irrsinn getrieben hat. Ihnen wurde nicht nur die Existenz zerstört, sondern auch die Seele. Verwundete Zivilisten im Irak in diesen Tagen. Der Krieg ist fast beendet, aber schon jetzt gibt es auf allen Seiten tausende Kriegsschockopfer. Opfer, über die nicht viel gesprochen wird, die in der Kriegsbilanz nicht erwähnt werden, aber in deren Köpfen der Krieg noch Jahre weitergehen wird. Thank you.